dann wollen wir das Observer-Pattern mal implementieren, und zwar genau dieses Temperaturbeispiel, also zumindest so in der Art. Und dazu machen wir ein entsprechendes Projekt, fügen eine Datei hinzu, eine neue Klasse. Das ist unser Temperature Subject. Und dann machen wir noch eine Klasse. Display Observer und eine zweite Klasse Notification Observer. So, wie gesagt, das Subjekt hat jetzt die Möglichkeit, dass sich Observer registrieren. Dazu müssen alle Observer eine Gemeinsamkeit haben, eine gemeinsame Basis, also zum Beispiel ein entsprechendes Interface. Und dazu machen wir beim Display Observer auch kurz gleich unsere Aktualisiermethode rein. Public void update float value. Konsole aus, und jetzt zeigen wir uns ein Interface mit dem Update Value. Das Interface soll heißen iObserver und genau dieses Interface verwenden wir auch hier. Man sieht hier in .NET, es gibt bereits ein generisches Interface, iObserver. Wir verwenden das jetzt, weil wir mal das Pattern so genau selbst implementieren wollen. Oh, falsche Klasse. Nicht die Temperatur, nicht das Subjekt ist ein Observer, der Notification ist ein Observer. Okay, das sind unsere zwei Observer-Klassen, die entsprechend die Aktualisiermethoden haben, oder in dem Fall habe ich sie einfach Update genannt, bekommen einen Float-Value, also die Temperatur übergeben, und anstatt wirklich jetzt eine E-Mail, SMS oder was zu versenden, schreiben wir es einfach mal in die Konsole raus. Das gleiche beim Display-Observer, auch hier Update-Display und gibt den entsprechenden Wert aus. So, das Subjekt muss jetzt natürlich alle registrierten Observer kennen. Dazu brauchen wir auch die Methoden, damit das Subjekt die Observer eben verwalten kann intern und eben das Registrieren und Deregistrieren erlaubt wird. Also basteln wir uns zwei Methoden. Public void register bekommt einen iObserver, also Basisklasse. Und ein public void unregister, iObserver, Observer. So, zur Verwaltung der Observer verwenden wir einfach eine Liste. Registered Observers. Und beim Register geben wir diesen Observer dazu. Entfernen wir es.
nur, wenn wirklich ein Objekt übergeben wird und nicht null. Also wir haben eine Möglichkeit zum Registrieren, wir haben eine Möglichkeit zum Deregistrieren. Der Temperatursensor, das Subjekt, wie es in dem Fall genannt ist, braucht natürlich noch die Temperatur selber, also public float temperature z. Und es braucht noch die Update-Methode, public void update, in welcher nun die Observer alle informiert werden. Also void iObserver Observer in registered objects, registered observers, observer.update mit der aktuellen Temperatur. So, diese Update-Methode muss natürlich auch irgendwo aufgerufen werden, muss auch nicht public sein. Die muss ja intern aufgerufen werden, und zwar immer dann, wenn die Temperatur gesetzt worden ist. Also nichts mit automatisierten Properties, sondern selber bauen. Float temp im get machen wir, geben wir temp zurück, im set setzen wir im Set-Bereich implementieren wir nun jetzt aber. Wenn die aktuelle Temperatur ungleich ist, sonst ist es irrelevant, ungleich Value, dann Temp ist gleich Value und wir rufen diese Update-Methode auf, die dann unsere Observer notifiziert. Okay, soweit so gut. Testen wir das Ganze mal. Wir brauchen unser Subject Sensor. Wir brauchen unsere Observer. Notification Observer. Observer Observer 2 ist gleich New Display Observer. Dann müssen wir die beiden natürlich beim Sensor registrieren. Register Observer 1 Sensor Register Observer 2. Und anschließend können wir Sensor die Temperatur setzen, zum Beispiel auf 13,4 Grad, 13,5 Grad. Float. Und dann können wir den Sensor, können wir sagen, die Temperatur hat sich verändert, jetzt hat es 20,0 Grad. So, was erwarten wir? Wir erwarten sich, wenn wir diese Temperatur setzen, dass beide Observer in dem Fall auch in dieser Reihenfolge aufgerufen werden und in die Konsole den entsprechenden Temperaturwert draufschreiben. So, kurz warten, bis Visual Studio soweit ist, alles kompiliert hat und los geht's. So, Sending Notification 13,5, Update Display Value 13,5, Sending Notification 20, Update Display 20. Okay, so kann das Observer Pattern implementiert werden. Wir haben schon gesehen, es gibt auch entsprechende Interfaces in .NET, mit denen man das Observer Pattern entsprechend auch implementieren kann, verschiedene Arten und Weisen dadurch. Es gibt aber auch noch eine Kleinigkeit, diese Observer-Pattern-Geschichte ist relativ alt. Also von der Gang of Four wurden ja damals die Design-Patterns sozusagen vorgestellt oder publik, die haben es zusammengetragen. Und das war noch so vor .NET-Zeiten, und in .NET gibt es auch
Eine andere Möglichkeit, die euch vielleicht schon aufgefallen ist, warum so umständlich mit den Interfaces und Klassen und Methoden und Registrieren und selber und so weiter. Es gibt in .NET einfach die Möglichkeit, Events zu feuern. Also der Temperatursensor, der kann einfach nur ein Event feuern, wenn sich die Temperatur verändert. Und die entsprechenden Observer können sich auf dieses Event registrieren. Man würde sich dadurch unter Umständen ein paar Interfaces sparen. Also auch das ist eine Option, die in .NET vorhanden ist und gut möglich ist. Auch wer schon mal WPF sich kurz angesehen hat, in WPF gibt es das iNotify Property Changed Interface, welches eben erlaubt, auch so benachrichtigt zu werden, wenn sich eine Eigenschaft irgendwo ändert. Auch das wird im Endeffekt über ein Event gelöst. Also Events sind hier definitiv zu bevorzugen. Nichtsdestotrotz gibt es Varianten, wo man vielleicht das Observer-Pattern gut einsetzen kann. Hier nur ein demonstratives Beispiel. Was sind jetzt aber auch die Vor- und Nachteile dieses Observer-Patterns? Auch das ist wichtig. Der Vorteil ist, die Observer müssen die verschiedenen Sensoren nicht kennen. Das ist gut, weil es Abhängigkeiten reduziert und weil wir neue Observer implementieren können, ohne irgendwo etwas zu verändern. Wir müssen nur den neuen Observer, die neue Klasse implementieren, von diesem Interface erben und das war's. Dann, ich brauche keine weitere Klasse ändern. Ein Nachteil, ein wesentlicher, ist jedoch zum Beispiel, dass jetzt jeder Observer informiert wird, wenn sich etwas im Sensor ändert. In unserem Fall haben wir nur einen Wert. Das könnte aber, wie gesagt, ein ganzes Objekt sein mit vielen Werten. Und vielleicht interessiert nicht jeden Observer jede Wertänderung, sondern nur bestimmte. Also hier ist erstmal keine Unterscheidung vorhanden. Das könnte man aber erweitern. Der zweite Nachteil ist, dass, und dies ist relativ wesentlich, finde ich, in Multithreaded Environments, also wenn man davon ausgehen muss, dass mehrere Threads an einer Klasse arbeiten oder vorhanden sind oder auch in Web-Applikationen, wo das sozusagen zum Standard gehört, ist es ja so, dass hier, wo benachrichtigt wird, über die Observer drüber iteriert wird. Also über alle Observer wird drüber gelaufen. Jetzt kann es sein, dass während dieses Prozesses des Updates, vor allem das Update hier kann ja lange dauern, das wissen wir im Subjekt ja nicht, wie lange das dauern wird, weil das abhängig ist von der Implementierung vom Observer. Aber wir müssen davon ausgehen, das könnte länger dauern und wir müssen davon ausgehen, dass wenn wir das machen, möglicherweise ein anderes Thread uns in die Quere kommt und Register oder Unregister aufruft, also eine der beiden Methoden hier. Dadurch würde sich diese Collection verändern. Ändert sich diese Collection, dann kommt eine Exception und das Programm stürzt ab, Collection Modified. Und das ist sehr blöd. Also es ist relativ ungut. Daher gibt es zwei Möglichkeiten, das zu lösen. Die eine Möglichkeit ist, immer wenn auf diese Collection zugegriffen wird, eine Thread-Synchronisation durchzuführen, also die Collection zu locken. Das geht so, lock registered observers. Aber nicht nur hier, sondern auch hier. Und hier. Ja, also bei jedem Zugriff ein Lock durchzuführen. Durch das Lock ist es so, sobald ein Thread hier angelangt ist und hier arbeitet, kann der zweite Thread, sobald er zu einem Lock mit dem gleichen Objekt kommt, nicht rein in dieses Lock und muss warten, bis der erste Thread fertig ist und diesen Lock-Block verlassen hat. Also kommt der erste hier rein, arbeitet hier, der zweite will ein Register machen, kommt zu diesem Lock, muss hier warten, der Thread wird angehalten,
bis der erste unten fertig ist und dann kann hier das Add durchgeführt werden. Dadurch wird aber so ein Thread auch blockiert. Ist auch keine so gute Sache, weil, wie gesagt, das kann sehr lange dauern. Ja, es können ein paar Millisekunden sein, können aber auch Sekunden oder länger oder Minuten sein, je nachdem, was das Update wirklich alles macht. Eine andere Alternative zu dem Lock ist, dass ich hier, also vielleicht kurz locken ist vielleicht okay, dass ich hier vorher die Liste klone. Also ich mache mir eine List von, wir haben in diesem Fall hier diese Liste. Ja, die ist ja unser Anführungszeichen Problem. iObserver das ist meine Working List und die bekommt hier jetzt übergeben eine Collection bzw. eine Registered-Observers und Count, also die Information, wie viele bereits drinnen sind, damit gleich der Speicher vollständig angelegt werden kann und keine Vergrößerung und Verzögerung mehr passiert. Dann locke ich die Liste nur ganz kurz. Und zwar nur so lange, dass ich die Working List befüllen kann. Ja, ich mache Add Range und gebe ihm die Registered Observers mit. Ich klone und dann gehe ich natürlich hier auf diese Working List und nicht mehr auf die Registered Observers. Was bringt das? Hier das Locken und das Hinzufügen geht schnell. Hier das Locken und das Entfernen geht schnell. Und hier das Update kann sehr lange dauern und zu viel Last führen. Wenn ich hier locke, locke ich das Register und Unregister sehr häufig oder sehr lange. Lange blocken ist nicht gut, weil dann ja die anderen Threads warten müssen. Hier gehe ich her, erzeuge mir eine Kopie sozusagen der Liste, und zwar ThreadSafe, indem ich hier also die Variable definiere, hier, wenn es sich um 1 zu viel oder zu wenig wäre, dass das Count nicht stimmt, ist kein Thema. Aber dann locke ich hier nur ganz kurz, und zwar so kurz, dass alle Elemente von hier in diese Liste, also alle Observer auch in diese Liste aufgenommen werden. Dann ist der Lock vorbei, das geht recht schnell und ich arbeite das, was tendenziell lange dauert, nämlich das hier, arbeite ich jetzt unabhängig von dieser Liste um. Von dieser Liste ab. Und damit habe ich auch das Multithreaded-Problem gelöst. Das ist übrigens auch so eine klassische Event-Implementierung in Java, wo das Observer-Pattern anstatt von Events verwendet wird. Programmiersprachen, die Events haben, Events verwenden. Also es gibt einen guten Grund. Okay, das war jetzt das Observer-Pattern inklusive Vor- und Nachteilen, inklusive kurzen Klassendiagramm und der kurzen Theorie und einem kleinen Praxisvideo. Ich hoffe, es hat gefallen und viel Spaß beim Nachprogrammieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.